Okay. Geht doch. Alle sind jetzt da. Begehe den Palast. Würde gerne Matras mitnehmen. Kann ich hier wählen? Weißt du, was am Ende dieser Stufen ist? Aber natürlich. Mein hohes Alter hat mich nicht das Augenlicht gekostet. Dort ist der Palast von Schwarzfrost. Zumindest wird er heute so genannt. Bis vor kurzem, nach meinem Gefühl, wurde er nach seinem Architekten benannt. Ein gewisser Kubler? Bakul? Ich erinnere mich gerade nicht daran. Egal. Dieser Architekt erbaute den Palast für die Elfen vor einigen tausend Jahren. Ich glaube, er wäre sehr erbost darüber, was heute daraus geworden ist. Dieser Schwarzfrost hat eine Seite des Gebäudes abgerissen, um dort zu wohnen. Und die andere in die astrale Ebene gehängt. Bulcarell, das war sein Name. Dies war der Palast des Bulcarell. Ist es gefährlich? Gefährlich? Nun, für Sterbliche sicher. Aber da es nun schon ein paar hundert Jahre her ist, dass ich in das Astrale ging, wird es eine interessante Abwechslung. Oh. Wir gehen in eine andere Ebene über. Sibyl, was Der hast Palast du zu sagen? Von Schwarzfrost ist am Ende dieser Stufen. Es könnte ungemütlich werden. Sicher, dass du mitkommen willst? Natürlich bin ich das. Hör auf, dich um mich zu sorgen. Du wirst uns alle brauchen, mich eingeschlossen. Irgendeine Ahnung, was uns dort oben erwartet? Ich kann es nicht genau sagen. Nur wenige, die den Palast eines dunklen Fürsten betreten haben, kamen zurück, um ihre Geschichte zu erzählen. Aber ich habe die Geschichte eines Mannes gehört, der behauptet, vom Tempel der Eisherzogin entkommen zu sein. Er sagte, der Palast habe sich nicht in Vertil befunden, sondern dass er in einer anderen Dimension schwebte. Ohne Frage ist er daher 5000 Kilometer gereist, um vom Palast zu fliehen und sicheren Boden zu erreichen. Und das in nur 2 Tagen. Und du glaubst, dass die Geschichte wahr ist? Sie klingt wahr. Und wenn sie es ist, dann ist es möglich, zurückzukommen, nachdem wir die Stufen hinaufgegangen sind. Wir werden endlich einem dunklen Eisfürst begegnen. Wie fühlst du dich? Hast du Angst? Bist du aufgeregt? Ein wenig von beidem. Es ist so unglaublich. Ich wünschte, ich könnte ihn verhören, seine Motive verstehen, was ihn dazu angetrieben hat, die Welt in Eis zu verwandeln. Ich bin sicher, dass er dir alles erzählen wird. Ich weiß, dass das wohl nicht passieren wird, aber trotzdem. Ich würde wirklich gerne verstehen, was jemanden antreibt, ein Monster zu werden. Lass uns nur versuchen, das Monster zu erledigen. Was den Rest angeht... Ich bin bereit. Sag, wann es losgeht. Ich nehme an, es ist einfach nur Macht. Hey, Randwall. Zeit für deine letzte Reise? Wir sind da. Vielleicht. Schwarzfrost ist irgendwo am Ende dieser Stufe. Einem dunklen Eisfürst begegnen. Ein passendes Ende für die Reise, die der Ritter während dieses Krieges unternahm. In diesem Moment zweifelt der Ritter nicht an den übernatürlichen Kräften seines Freundes. Wenn er sie weise einsetzt, wird er siegreich sein. Danke für deine Unterstützung. Sobald das Zeichen gegeben wird, wird der Ritter mit Freude im Herzen kämpfen. Oh, komm mit mir. Ich gehe. So, was hast du noch zu sagen? Der Wächter hat diese Treppe bewacht. Ist Schwarzfrost dort oben? Ja, diese Treppe führt zu seinem Palast. Sobald wir dort hochgehen, gibt es kein Zurück. Was erwartet uns dort oben? Erwartet das Unerwartete. Schwarzfrost ist schlau und feige. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um einem ehrenhaften Kampf zu entgehen. Am liebsten spielt er mit dem Geist seiner Gegner. Er wird versuchen, deine Gedanken zu manipulieren oder die deiner Gefolgsleute. Oh, das klingt nicht gut. Bereit, Rache zu nehmen? Ja, ich habe eine Rechnung offen mit Schwarzfrost.
Aber es geht um mehr als nur Rache. Meine Erfahrungen mit dir haben mir die Augen für Neues geöffnet. Wir können nicht zulassen, dass die dunklen Eisfürsten siegen. Wenn wir Schwarzfrost auf dem Weg begegnen, ist das eine glückliche Fügung. Was meinst du mit kein Zurück? Schwarzfrost ist mächtig. Mächtiger, als du dir vorstellen kannst. Seine Magie erlaubt ihm, das Gefüge von Raum und Zeit zu manipulieren. Am Ende dieser Stufen wirst du nicht wirklich in dem Palast einer antiken Elfenstadt stehen. Dieser Ort ist überall und nirgends zugleich. Aber er ist auch der Weg zum Weltherz. Einmal dort wird es für uns unmöglich zurückzukehren, ohne Magie zu nutzen, die so mächtig ist, dass sie wohl selbst meine derzeitige Macht übersteigt. Gib mir ein Zeichen, wenn du bereit bist. Okay. Dann gehen wir wohl rein. Das wird ins Auge gehen, habe ich so das Gefühl. Wir merken uns, unsere Leute können manipuliert werden und das werden sie auch garantiert. Es wird Zeit, uns um Schwarzfrost zu kümmern. Was für eine durch und durch bezaubernde Idee. Wenn du sicher bist, dass du dich um deine Angelegenheiten hier gekümmert hast, dann sehe ich keinen Grund, das Unausweichliche noch länger hinauszuzögern. Gehen wir. Wir haben schon lange genug gewartet. Er ist schutzlos. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor er Zeit zum Reagieren hat. So sei es. Tun wir es. Oh. Wir wurden jetzt. Sind wir jetzt vollständig ein Dämon? Jetzt bin ich gespannt. Wir haben uns nochmal verwandelt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon bei 100% sind. Ah, mein neuer Schützling. Ich bin ja so froh, dass du es geschafft hast. Du hast dir zwar reichlich Zeit gelassen, aber soweit ich weiß, hast du auch einige Fortschritte gemacht. Oh ja, das hast du. Ja, nun, deine Konkubinen hingegen werden wohl keinerlei Fortschritte mehr machen. Von jetzt an bist du auf dich allein gestellt und es gibt keinen... Nun, eine Flucht stand nie in meiner Absicht. Ich bin jedoch in meinem Reich. Du und deine Gefährten seid meine Gäste. Es scheint, als hättest du auf deinem Weg bereits ein paar Freunde verloren. Wie schrecklich traurig. Aber mehr als den meisten anderen ist mir sehr wohl bewusst, wie zerbrechlich die Bande der Freundschaft sein können. Ist es nicht so, weiße Dame? Und dennoch scheint es, als ob uns das Schicksal wieder vereint hat. Wenn das mal keine feine Ironie ist. Ich werde mich an der Ironie ergötzen, wie dein eigener Schützling dich vor meinen Augen erniedrigt und vernichtet. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Meine Teuerste, es bringt doch nichts, mich anzulügen. Und das weißt du auch. Du bist hier, weil du das Gleiche willst wie ich. Augenblicklich mag dir dazu die Kraft fehlen. Aber ich weiß, dass du bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zuschlagen wirst. Ich habe dich vermisst, weißt du. Sobald du der Leiche deines Freundes das entzogen hast, wonach auch mir der Sinn steht, werde ich dich zu meiner neuen Hauptkonkubine machen. Doch sei unbesorgt. Kristall und die Eisherzogin werden sich sehr bald anschließen. Nicht einmal der schwarze Sturm wagt es noch, sich mir zu widersetzen. Hör zu. Ich habe wirklich genug von euch zwei Monstern. Es tut mir leid, Schwarzfrost, aber es wird wirklich Zeit, dass ich dir endgültig das Maul stopfe. Und dann hole ich mir aus deinem Kadaver, was mir gehört. Oh, was?
Ach ja, stimmt, der war ja winzig. Oh nein! Nein! Oh Gott! Das ist so traurig. Die spielen schon sehr verteidigend, oder? Hoffe ich. Ah ja, stimmt, der kann ja Manipulationstechnik verwenden. Au. Ja, es ist ein bisschen. Ich muss mich erstmal um den hier kümmern, weil ich brauche meine Kameraden. Na, da ist er befreit. Au. Warte, hat er gerade. Hat er die anderen getötet? Glaube ich nicht. Nee, das ist der. Nein, er hat Randball getötet. Au. Ich glaube, ich hätte nicht. Alter, jetzt. Reicht aber langsam. Ich glaube, ich hätte die alle auf Verteidigung stufen sollen. Mache ich, wenn ich drauf gehe. Was hast du vor? Verdammt. Hey, ich wollte ausweichen. Das ist auch nicht der Endboss. Irgendwas stimmt doch auch nicht. Aber er hat schon meine zwei meiner Freunde getötet. Mein einer ist eh untot, der kann nicht sterben. Da hinten krault er noch. Die leben ja noch. Warte, das war's? In meiner ganzen 6000-jährigen Existenz hatte ich noch keinen so spannenden Tag. Vulkan, mein Lieber, das war ein Kampf, der wirklich würdig ist, in den Geschichtsbüchern verewigt zu werden. Und ich werde dafür sorgen, dass genau das auch geschieht. Du kannst darauf zählen, dass ich auch künftigen Generationen von deinen Taten erzählen werde. Selbstredend nur dann, falls es überhaupt eine Zukunft gibt. Doch, das hängt natürlich an dir. Das ist noch die geringste meiner Sorgen. Ich muss zurück zum Weltherz. Das ist klar. Und genau deshalb sind wir hier. Jeder der dunklen Eisfürsten hat in seinem eigenen Palast eine Möglichkeit, Zugang zum Welterz zu erlangen. Es wäre zweifelsohne klug von uns, diese hier zu nutzen, ehe die anderen dunklen Fürsten reagieren können. Ach, ich würde dich allzu gern begleiten. Aber ich fürchte, das Schicksal führt uns auf getrennte Wege. Das Weltherz gehorcht weder den gleichen Regeln noch der gleichen Magie wie der Rest Vertils. Du findest dort nur das vor, was du dorthin mitbringst. Ich brauche niemanden. Gut. Nun, dann wünsche ich dir viel Glück. Oh, das war leicht, wollte ich. Also. Ich habe mit mehr Herausforderungen gerechnet. Aber es waren halt nur drei Zwerge. Was will man dagegen tun? Ach, Sibylle hat's erwischt.
so wie es aussieht. Die ist nämlich nicht mehr da. Die hat es wohl wirklich erwischt. Ich dachte eigentlich, Ranval hat es erwischt, aber... Werden wir einfach so reingehen? Irgendwas stimmt doch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu misstrauisch.